Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Backen. Mein Name ist Marcel Paar und dies ist der erste Teil von einer zweiteiligen Videoreihe, denn ich will mit euch so eine Saint-Honoré-Torte herstellen, ein Klassiker aus der Konditorei. Und dazu benötigen wir zuerst so einen Boden hier mit Brandteig. Das ist ein Blätterteigboden, den ich ausgestochen habe. Ich empfehle eigentlich immer, den Blätterteig zu kaufen, denn man schlägt dort Butter oder anderes Fett in den Teig ein, wallt den dünn aus und schlagt den wieder zusammen. Das nennt man Turieren und das macht man einige Male. Und das ist zu Hause ohne Maschine sehr, sehr aufwendig und umständlich. Daher empfehle ich wirklich, kauft den Blätterteig. Hier wird das Video dann auch gleich starten, indem ich den Boden schon ausgestochen habe. Man sieht es hier, ein Blätterteigboden. Den habe ich mir mit einer Gabel Löcher reingemacht, dass der gleichmäßig hochkommt, und dann mit dem Brandteig gestartet. Das ist auch wirklich der Teil dieses Videos. Wir widmen uns dem Brandteig. Der Boden ist so aufgebaut, das wird man dann detailliert sehen, dass ich hier drei Kreise gemacht habe und dann noch so kleine Schuh, nennt man die, die man dann noch auf den Rand setzt. Das ist jetzt der erste Teil, wie gesagt, die Basics, wie mache ich einen Brandteig, wie stelle ich den her, wie backe ich den, und ich würde sagen, wir gehen rein, wir sehen uns später nochmal. Viel Spaß! Okay, als Zutaten brauchen wir Milch, Eier, Butter, eine Prise Salz und Zucker. Dann wird die Milch aufgekocht, die Butter und die Prise Salz und der Zucker kommen zusammen in den Topf und werden mit der Milch schön aufgekocht. Das genaue Rezept mit den Rezeptangaben findest du wie immer auf meinem Rezepteblog www.einfachbacken.ch. Dort findest du noch viele weitere Backrezepte, Füllungen, Torten und so weiter. Man sieht, die Milch hat nun aufgekocht. Jetzt nehme ich hier eine Bratpfanne und schütte mir die aufgekochte Milch, wo jetzt auch der Butter drin ist, in die Bratpfanne und gebe das Mehl dazu. Dieser Schritt nennt sich Abrösten. Das mache ich als Vorverkleisterung der Stärke. Im Ende des Videos werde ich da noch detailliert eingehen, was genau die Ursache ist. Aber jedenfalls mache ich das 3 Minuten lang auf kleiner Stufe beim Herd, denn wenn ich zu hohe Stufe einstelle, brennt mir das Ganze an. Und das verhindere ich natürlich, indem ich eine kleine Stufe habe. Man sieht, der Teig bindet jetzt auch schon sehr schön. Das muss auch so sein, es gibt so einen großen Klumpen, den schiebe ich immer hin und her, lasse den immer in Bewegung und knete den wieder so zusammen. Und das mache ich, wie gesagt, für 3 Minuten lang. Danach kommt der Teig in die Rührmaschine. Dabei verwende ich den Schneebesen und trenne mir die Eier auf. Das mache ich im Vorfeld, damit ich nicht dann auf einmal Schale in der Masse habe. Dann rühre ich mir das und gebe die Eier langsam bei und lasse mir dann das noch ca. 5 Minuten auf hoher Stufe aufschlagen, damit die Masse wirklich schön gemischt ist. Nach diesen 5 Minuten kann ich den Teig rausnehmen und jetzt erhalte ich so eine zähe Masse, sollte das eigentlich geben, die wirklich schön dressierfähig ist. Man sieht es hier vielleicht beim Ziehen. Sie läuft nicht, sie steht eigentlich schön, also beim Dressieren sollte es ein wenig Spitzen geben, und verwende hier eine 12er Lochthülle zum Dressieren. Mit der Masse drehe ich mir dann 3 solche Kreise rundherum, wirklich darauf achten, dass die Tülle ein wenig in der Höhe ist, dann habe ich auch eine schöne Wurst, also ein schönes Volumen in der Masse. Nicht direkt auf den Teig dressieren, circa einen halben Millimeter die Tülle in der Luft halten.
mache ich mir die Kreise und dann mache ich mir noch so kleine Schuhe. Man sieht jetzt, beim Dressieren gibt es solche Spitze, so sollte die Masse von der Konsistenz her sein. Also wichtig, zuerst weniger Eier beigeben, im Zweifelfall lieber noch etwas nachgeben. Wenn sie zu weich ist, dann kann ich sie fast nicht mehr retten. Hier streiche ich mir das Ganze noch mit Ei an. Hier ein kleiner Tipp noch, wirklich den Pinsel schön abstreichen und eher flach pinseln und nur wenig an den Pinsel nehmen, sonst läuft mir das Ganze natürlich runter. Und ich streiche mir hier nur die Masse an. Und man sieht, ich habe mir einen kleinen Ofen zugelegt, der ist auf 190 Grad vorgeheizt und da gebe ich mir jetzt diese zwei Blech in den Ofen. Das Ganze wird 15 Minuten gebacken bei 190 Grad. Nach 7 Minuten drehe ich mir die Bleche mal um und für den großen stelle ich mir eine halbe Stunde. Das war's eigentlich auch schon. Soweit sind die Böden und die Brandmasse fertig. Okay, wenn jetzt alles richtig geklappt hat, dann solltet ihr jetzt so einen Boden haben und auch die entsprechenden Schuhe. Im nächsten Teil gibt es dann die fertige Torte, hier mit Kirschen, eine Santonere Torte mit Kirschen. Dazu ist die Basis eine bayerische Creme. Falls du schon etwas vorgreifen wirst, ich werde nicht mehr auf das bayerische Creme-Rezept eingehen in diesem Video, sonst werden die Videos einfach zu lang und daher habe ich ja schon ein separates Video dazu abgedreht. Schau dir das zuerst vielleicht noch einmal an, wenn du es noch nicht gesehen hast. Dann können wir die verschiedenen Videos dann wie ein Puzzle zusammensetzen, damit wir dann zur Torte kommen. Also man braucht, wie gesagt, das Video von heute, den Brandteig, die bayerische Creme. Und im nächsten Video zeige ich euch dann noch, wie das Ganze fertig gemacht wird. Beim Brandteig noch kurze Zusammenfassung. Der Abröstprozess, also das heißt, wenn die Milchbutter aufgekocht ist, gibt man das Mehl bei und dann wird das Ganze abgeröstet. Es ist eine Vorverkleisterung der Stärke, wird abgeröstet, daher heißt das Ganze Brandteig und kann daher dann die Eier etwas besser aufnehmen. Hier wirklich die Eierbeigabe richtet sich nach dem, wie viel oder wie lange ihr abgeröstet habt. Da müsst ihr wirklich auf die Festigkeit der Masse gehen. Das ist ein wichtiger Schritt. Wenn ihr länger abröstet, könnt ihr auch mehr Eier beigeben. Hier wirklich auf die Festigkeit, dass das Ganze schön dressierfähig ist. Und man sieht, dass die Masse wirkt ganz ein leicht wenig zäh. Dann habe ich das natürlich im Ofen gebacken. Ich habe jetzt auch einen kleinen Ofen, was mich sehr freut, dass ich natürlich noch ein bisschen näher an euch dran bin. Denn man sieht es hier im Hintergrund, backen wir normalerweise alles in so großen Ofen. Aber da habe ich umgestellt, denn ich will euch mein Wissen vermitteln und wirklich euch weiterhelfen. Das ist mein Ziel und das natürlich, wie der Kanalname schon sagt, so einfach wie möglich. Ich verabschiede mich. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere doch am besten den Kanal. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir die unten in die Kommentare. Like das Video, besuch mich auf Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel von Einfach Backen.